Der Papp-Podcast. Gespräche über das Vaterwerden und das Vatersein, über Freuden und Sorgen, über volle Windeln, zu wenig Schlaf und fröhliches Kinderlachen. Offen, ungeschönt und manchmal sogar witzig. Der Papp-Podcast ist wieder da. Nach einer längeren Pause treffen wir uns wieder mal, um ein bisschen das Thema Vatersein, Vaterwerden besprechen. Allerdings in einer neuen personellen Besetzung. Der Ulla ist nicht mehr bei uns, er hat sich weiter orientiert, aber wir haben einen mehr als nur kompetenten Ersatz für ihn gefunden. Und zwar ist bei mir der Dani Bündner. Der Dani Bündner ist der erste Väterberater vom Kanton Zürich. Insofern eine fachlich kompetente Person. Aber das Beste ist wahrscheinlich, Dani, stell dich doch gerade mal selber vor. Hoi Michi, danke vielmals auch für die imposante Einführung von meiner Person. Jetzt ist also die Messlatte gerade extrem hoch. Ja, ich bin der Dani Bündner. Wie du gesagt hast, Väterberater, der erste im Kanton Zürich. Das ist eine Projektstelle, die ich reinhaben darf. Ja. Wie bist du denn geworden? Wie wird man Väterberater? Erzähl doch mal etwas über deinen beruflichen Werdegang. Ja, von meiner beruflichen Biografie her. Ganz ursprünglich komme ich mal aus dem technischen Bereich. Also ich habe mal Maschinenzeichner bzw. Konstrukteur gelernt. Bin dann aber ziemlich schnell sich in den sozialen Bereich übergeschwappt, lange in der Jugendarbeit tätig gewesen und von der Jugendarbeit dann sich im Bereich von der Medienbildung. Von der Medienbildung bin ich dann in die Schulsozialarbeit übergekommen und dort dann, man sagt, eine Mandatsführung, also so, wenn eine Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Massnahmen ordnet, dann bin ich eigentlich die ausführende Instanz gewesen. Und aus dem Job heraus habe ich dann das Stelleninserat für die Projektstelle Väterberater gesehen und gefunden, wow, das klingt unheimlich spannend, so die beraterische Funktion, die ich unheimlich mag, dass das ressourcenorientierte Beraten, Begleiten und das Vatersein, wo das miteinander vereint. Ich bin nicht primär jetzt einfach der Experte, also wo dir in dem Sinn Expertentipps oder so geben kann. Meine Kompetenz oder meine Skills liegen mehr dort drin, Situationen, Fragen miteinander können anzuschauen, zu reflektieren, dass dann eigentlich die ratsuchende Person oder die unterstützungssuchende Person selber mit ihren Kompetenzen, mit ihren Ressourcen zu Lösungen kommt. Erzähl ich mal so ein bisschen konkret, Väterberater, wie muss ich mir das vorstellen? Was ist deine Rolle? Also, über was beratest du Väter? Wie findest du die Väter überhaupt? Wo beratest du die Väter? Ja, wie gesagt, es ist eine Projektstelle und das heisst, das müssen wir jetzt auch noch so ein bisschen herausfinden. Also mit was für Themen, dass die Väter überhaupt kommen. Das heisst, so der Ursprung, die Idee eigentlich war, das Beratungsangebot von Müttern und Vätern, das ist ja im Gesetz so verankert. Und es gibt ja bereits schon Mütter- und Väterberatung. Die Stelle gibt es schon lange und die machen auch einen irrsinnig guten Job. Nur ist es halt so, im Kanton Zürich oder soweit ich weiss, Gesamtschweiz, es gibt keinen einzigen Mann oder hat bis sehr lange keinen einzigen Mann gegeben, der Mütter- und Väterberatung macht. Im Kanton Bern gibt es einen, es ist schon ein bisschen im Kommen. St. Gallen gibt es irgendwo auch noch einen, wo man anschwirren ist. Stadt Zürich macht auch noch etwas. Aber eben, das ist so ein ganz neues Phänomen, dass da die Väter- und Berater oder Männer, die Mütter- und Väterberatung machen, sich auf Väter konzentrieren. So ein bisschen gekommen ist. Und der Hintergrund ist, dass aus der Erfahrung von der bestehenden Mütter- und Väterberatungsstelle, dass das Angebot nach wie vor halt einen sehr grossen Teil von Müttern, von Frauen in Anspruch nimmt. Also man hat auch statistische Auswertungen und Väter, die das Angebot von sich aus allein in Anspruch nehmen, das ist wirklich ein verschwindend kleiner Prozentanteil. Hast du das Gefühl, das ist eher, weil nach wie vor die Rollenverteilung vielleicht so ein bisschen klassisch ausgerichtet ist, selbst heute, dass immer noch mehr Frauen Familienarbeit leisten als Männer? Oder hat es auch damit zu tun, dass Männer eher ein bisschen zurückhaltend sind in Sachen Beratung in Anspruch nehmen? Männer, also ich eben, jetzt aus dem Bauchgefühl heraus sagt mir ein Mann schon an, dass sie irgendwie keine Hilfe suchen, ja, bis es schon fast spät ist. Genau, ja. Das ist, also sicher, ich glaube nicht, es gibt jetzt einfach die oder die klare Antwort, die es geben, warum das jetzt Männer das Beratungsangebot oder Väter das Beratungsangebot weniger intensiv aufsuchen als Frauen, sondern eben, das sind verschiedene Komponenten, die da mitspielen. Eins ist sicherlich eben, dass Männer tendenziell gehemmter sind, um das Beratungsangebot aufzusuchen, wie du gesagt hast, oder eben eher dann kommen, wenn es irgendwie 5 vor 12 ist, schon 5 ab 12 ist.
Und das andere, ja, glaube ich auch. Also es ist so, dass wir halt nach wie vor in einer Maschinerie reinstecken von Gesellschaft, politischen Normen, wo halt schon noch die Frau die Frontarbeit macht, was den Familienalltag anbelangt. Aber auch dort, und ich sage zum guten Glück, ich glaube, es gibt je länger, desto mehr und intensiver das Umdenken. Also es gibt immer mehr Väter, die sich wollen, intensiver im Familienalltag eingehen, aktiv ihre Rolle einnehmen. Und eben, da wird man jetzt nur mit dem Projekt so schauen, hey, kann man mit dem Mann die Männer auch besser abholen, besser ansprechen. Interessant. Und so privat, sag doch noch etwas über dich privat. Hast du Familie, hast du Kind? Wahrscheinlich noch, könnte noch relevant sein für deine momentane Position. Ja, ich habe auch Familie. Also ich habe zwei Jungs, die sind jetzt im Primarschulalter. Genau, so Unterstufe beide jetzt. Der Kleiner ist jetzt gerade die erste Klasse gekommen und der Größere die dritte Klasse. Und ja, ich denke, es hilft enorm, einfach selber die Erfahrung auch können zu machen, gerade wenn du im Gespräch bist mit Vätern. Also stell mir es schwierig vor, wenn du die Erfahrung nicht mithalten könntest, weil ich würde jetzt mal sagen, es wird ja nicht nur einfach mit der Geburt von einem Kind ist nicht nur einfach das Kind geboren worden, sondern du bist dann auch als Vater geboren worden. Also du kommst in eine völlig neue Rolle rein. Und diese Erfahrung habe ich auch können, oder besser gesagt, dürfen machen. Und ich darf auch die alltägliche Erfahrung machen, wie herausfordernd das kann sein. Der Papp-Podcast. Ja, das kann ich natürlich auch als Liedli davon singen. Ich finde es wirklich sehr interessant, weil ich gebe schon auch zu, dass ich jetzt eher die Person wäre, die vielleicht ein bisschen gehemmt wäre, um ein Beratungsangebot in Anspruch nehmen. Ich wüsste nicht mal, wieso. Also ich meine, rein objektiv finde ich, das ist überhaupt kein Zeichen von Schwäche. Aber ich bin schon auch eher, vielleicht, und das verbindet mich vielleicht mit vielen meiner Geschlechtsgenossen, der, wo man so ein bisschen versucht, selbstständig Problem zu lösen, halt eben zuerst mal auf der Karte gehen, anschauen und einen Weg suchen, bevor man Passanten fragt, wo dann etwas ist, wo vielleicht jetzt auch genau so die Art von Themen, ich sage jetzt Fachfragen, kann im Internet selber recherchieren, irgendwelche Erziehungsratgeber durchlesen, der Remo Largo konsultieren. Und gleichzeitig bin ich mir ja auch bewusst, dass ein Beratungsangebot häufig noch einen Wert drin kann haben, dass man dort Sachen kennenlernt, die man gar nicht danach sucht. Oder so ein bisschen die Unknown Unknowns, dass man plötzlich auf Sachen inspiriert wird, wo man selber gar nicht daran gedacht hat. Und das ist schwierig zum selber machen. Ja, denke ich auch. Also ich bin da vielleicht ein bisschen ähnlich dick wie du. Ich persönlich selber hätte auch für mich ist die Hemmschwelle zum außerstehende Beratung, Fachberatung in dem Sinne einzuholen, ist für mich doch sehr hoch. Also ich bin jetzt einfach so, ja, da habe ich mal eine Frage, könnte ich mal dort hingehen. Da muss der Leidensdruck bei mir auch eher hoch sein. Ja, das ist durchaus so. Vielleicht nochmal zurück schnell auf den Begriff, ja, Vater geboren werden. Das ist übrigens noch interessant, so gerade ein Fact, den ich da kann einsprüssen kann. Ein Vater bei der Geburt hat man auch mittlerweile herausgefunden mit den Forschungen, die man jetzt zum Glück einmal mehr macht, so ein bisschen Väterforschung. Das stößt ja auch Hormone aus. Oder es gibt eine hormonelle Veränderung mit der Geburt. Das heisst, so ein bisschen, das Testosteron nimmt ab und das sogenannte Bindungshormon, das nimmt so ein bisschen zu. Das weiss man. Also natürlich ist das völlig gegeben, dass man mit der Geburt auch automatisch Vater wird. Aber mit dem Vater sein, eben, da kommen halt auch ganz, ganz viele Herausforderungen mit, Hürden, die man muss überwinden muss. Und die lösen sich nicht immer einfach von selber. Und ich glaube, da ist sich so die Fachwelt einig, mit dem Vater werden, beziehungsweise überhaupt älter sein, wenn so ein bisschen, ja, der neu orientierte Erziehungsstil, so vom bindungsnähen Erziehen und vom liebevollen Erziehen willst du nachgehen, dann führt kein Weg rundherum, als wenn du dich stetig in deiner Rolle als Vater, Klammer auch als Mutter natürlich, immer selbst reflektierst. Und ja, dort ist es genau so. Ich glaube, wenn du mit anderen zusammen bist, kommst du einfach nochmal eine andere Dimension über oder andere Inputs, die unterstützen beim Selbstreflektieren. Das muss nicht immer, ich sage nicht, das muss immer eine Fachperson sein, das können auch Kollegen sein, das können Kolleginnen sein oder die eigene Partnerin, Mutter. Wo man das miteinander machen kann. Ja. Und
eben, du hast gesagt, Eintrittsschwellen sind da. Hast du konkrete Pläne, wie die kannst senken? Also auf welche Art und Weise, dass du die Leute wirklich kannst animieren, um so ein Angebot in Anspruch zu nehmen? Ja, ich probiere sicher, du hast vorhin auch gefragt vom Beratungsort, wo mache ich das? Ja. Also ich habe nicht wie bis anhin einfach einen klassischen Beratungsort, einen Raum, wo man hinkommen kann und mit mir reden kann, sondern was ich anbiete, ist, ich bin unterwegs und ich lade dann auch die Väter mit ein, um mitentscheiden können, wo wollen wir sein. Also wenn wir miteinander laufen, wenn wir uns zum Beispiel in einem Kaffee treffen, wie auch immer, da bin ich völlig offen. Und das auch mit dem Hintergrundgedanken, jetzt gerade wenn wir so ein bisschen Mahnen und Beratung aufnehmen, es ist, ich würde jetzt mal sagen, auch tendenziell. Man darf nicht einfach pauschal die Schubladen aufmachen und alles dort reinwerfen, aber tendenziell ist es, denke ich, eher so, dass Mahnen Mühe haben, Gespräche von Face-to-Face zu machen. So, wenn gute Gespräche zwischen Mann und Freund stattfinden, dann ist das meistens eben so in einem Bar-Setting oder in einem Stadion und dort bist du Schulter an Schulter. Und das möchte ich in dem Sinne auch so ein bisschen bieten, dass das Schulter an Schulter, nicht an einem Tisch hocken, zwingend und sich eben noch mühsam ins Gesicht schauen, sind wirklich unterwegs sein. Ja. Und was ich auch probiere, ist so ein bisschen medial unterwegs zu sein. Also eben sicher jetzt der Pub-Podcast, wo ein Versuch ist. Ich bin auf Instagram zu finden, mich kann man erreichen. Sag deinen Handle, ich meine schon gerade da, der ja, Pitch ist dann genau, der ist Instagram, konkret. Das ist im Fall einfach der Väterberater, also mit AE geschrieben, der ist einfach noch frei gewesen, der Väterberater. Dort probiere ich ab und zu mal so ein bisschen Input oder einen Gedanken oder einfach so ein Alltagsspot reinzuwerfen und das zu schalten und so kann man sich erreichen. Oder einfach über Messenger, also Threema, WhatsApp, so kann man mich auch erreichen. Mhm. Also recht vielfältig. Bemüht darum. Sehr gut. Und hast du ein konkretes Angebot jetzt gerade im also Köcher, in der Veranstaltung? Gibt es da etwas, was jetzt schon geplant ist? Ja, das ist ein guter Hinweis. Also ich habe gesagt, wichtig ist auch für die Reflexionsarbeit. Das kann man auch unter Kollegen machen. Und da gehe ich auch davon aus, also schon wenn nur Väter untereinander zusammenkommen, dann ist das schon unheimlich wertvoll. Und das würde ich jetzt mal sagen, also ein bisschen beim Umhören, das ist auch ein höchstes Bedürfnis, dass sich Väter unter Gleichgesinnten auch miteinander vernetzen können. Nur gibt es dort eben sehr wenig Angebote, wo du wirklich auch Gelegenheit hast, um so ein bisschen unverbindliche Gespräche zu kommen. Es gibt schon so Fakiturnen, Fakischwimmen, da gibt es relativ viele Angebote, aber eben dort bist du noch am Schwimmen, dort bist du am Turnen und dort hast du weniger Gelegenheit oder wenn dann nachher in der Garderobe noch schnell, um miteinander ein bisschen pläudern. Und das, was ich jetzt eigentlich so ein bisschen aufziehen oder anbieten. Das sind so lokal, regional verschiedene Kind-Vater-Treffen. Ich sage dann bewusst Kind-Vater-Treffen, nicht Faki, sondern Kind-Vater-Treffen, weil finde ja, das Kind soll ja im Zentrum stehen. Aber einfach so Treffen, wo man unverbindlich ankommen kann, sich treffen mit anderen Vätern, mit seinen Kindern zusammen und einfach so ein bisschen spielen und machen und tun. Und völlig unstrukturiert. Also und damit meine ich so ein bisschen die Väter auch wilder. Und ich merke natürlich schon zum Teil, jetzt gerade in meinem sozialen Umfeld, dass die Herausforderungen, die Fragestellungen, was einem so beschäftigt, das kommt halt wahnsinnig darauf an, wie alt das ein Kind ist. Ja. Wenn ich mit meinem Kollegen rede, der irgendwie ein Kind im Teenageralter hat, das ist etwas ganz anderes, dass die Sachen mich beschäftigen. Bei ihm geht es halt wirklich mehr so ein bisschen um das Risiko, wenn man erwachsen wird. Bei mir geht es noch mehr um Managen von Körperfunktionen. Ja. Und das kann ich mir jetzt noch vorstellen, dass es zum Teil noch schwierig ist. Und dann irgendwie, du bist der Einzige, der mit einem Säugling kommt und alle anderen reden davon, wie ihre Söhne das Auto schaltet. Ja, genau. Also ich glaube, jetzt eben die Kiefer-Treffen, die konzentriert sich schon eher auf Väter mit Kindern im Vorschulalter. Wenn du noch Kind, und das weiss ich jetzt auch aus eigener Erfahrung, wenn du Kinder hast, die im Schulalter drin sind, beziehungsweise auch entsprechend die Freizeitbeschäftigung der Kinder immer mehr Anteil nimmt, dann kommst du automatisch auch als Vater so ein bisschen in die Vernetzungsphase rein. Ja. Und von dem her möchte ich eher, dass jetzt mit diesen Kiefer-Treffen eher die Jüngeren ansprechen. Genau. Und was ich auch noch habe, das, ja, wir könnten im weitesten Sinne so ein bisschen Workshop sagen. Also das sind dann mehr lineare Angebote, also weniger unverbindliche, einfach freie Austausch, sondern wirklich etwas, wo du auch einen Input, einen Output sollst überkommen, wo ich auch schaue, dass ich immer mit Experten, also wirklich Fachprofis, die in einem Themenbereich Profis sind, ein Wissen haben und dort dazu etwas vermitteln können. Das ist zum Teil mit Kind, das ist zum Teil ohne Kind. Das heisst, konkret ist so ein bisschen die Planung, dass ich einen Nothelferkurs
für Kinder, aber nur eben explizit für Väter, also wo nur die Väter angesprochen sind, wird da anbieten, einen Kindertragtuch. Und dort ist klar, da sind dann eher die Väter mit dem ganz kleinen Kind wiederum nicht, angesprochen. Nicht viele Väter so von 10-Jährigen brauchen genau. Das Tragtuch. Und das eine Seite, das andere ist dann so ein bisschen am Köcheln, noch ein bisschen am Tun, am Machen, wird demnächst folgen. Ja, sehr spannend. Ich bin sicher, du wirst schon uns auf dem Laufenden halten. Auf alle Fälle. Sonst darf ich vielleicht gerne noch schnell auf die Website verweisen. Das ist einfach der kantonale Website www.zh.ch/Väterberater, auch dort mit AE geschrieben. Dort sind übrigens auch meine Kontaktkoordinaten vermerkt. Es steht dann ein bisschen etwas über mich. Beziehungsweise eben auch die Angebote werden dort fortlaufend auch aufgeführt. Ja. Super. Michi, machen wir noch schnell mal den Wechsel. Also eben, es ist eine Zeit lang vergangen seit dem letzten Podcast. Ich glaube, der ist irgendwann im April 2021 ausgestrahlt worden. Der Aurelio wird jetzt bald schon zweijährig. Anderthalb. Jetzt ist sie 14 Monate. Genau. Mit, in dem Alter tun wir noch mit Monaten reden. ja, genau. Aber, zuerst mit Wochen und dann sind es dann Monate. Ja. Sag mal, was ist so bei euch gegangen? Ja, wahnsinnig viel natürlich. Also man kann sich das fast nicht vorstellen. Gerade heute Morgen, als ich aus dem Haus bin, hat meine Freundin mir noch Fotos gezeigt vor einem Jahr, 3 Königskuchen. Ja. Ich mit der Krone und Aurelia im Tragtuch. Und in diesem Jahr, es passiert natürlich so viel. Das ist völlig Floskeln. Alle, die Kinder haben, werden sagen, ja, es passiert immer viel, aber ich habe schon das Gefühl, also vor einem Jahr, im April, dort hat sie noch nicht richtig kräuchen können. Wir sind mega stolz, dass sie sich drehen können. Und jetzt kräucht sie mega schnell. Sie isst selber, sie isst vom Tisch. Das heisst, die ganze Brei-Sache, wo wir am Anfang dann noch uns mega gefreut haben, dass sie jetzt plötzlich anfängt, Brei isst, hat sich schon wieder aufgelöst. Also weißt, der Brei-Kocher ist schon wieder in den Kasten, brauchen wir nicht mehr. Sie isst vom Tisch, sie will das selber essen mit ihrer eigenen Gabel. Du kannst sie nicht mehr füttern, das schießt sie an, wenn du versuchst, ihr den Löffel zuzuführen. Und sie sucht jetzt wirklich schon so ein bisschen die Autonomie, oder? Und kann sich halt auch, wenn noch nicht in Worten, mit Gesten und laut ausdrücken. Es ist völlig klar, ja, was sie will. Besser kannst lesen, ja. Genau, das ist auf der einen Seite ist das mega schön, weil du kannst jetzt wirklich so mit ihr interagieren, oder? Also sie kann dir zeigen, welches Büchli das sie jetzt möchte anschauen, und sie freut sich, wenn sie das Büchli auch überkommt und mit dir zusammen anschaut. Andererseits kann sie natürlich dann auch sehr deutlich sagen, dass sie gerne ein Guetzli aus der Guetzli-Büchse raus möchte, weil sie weiss jetzt, wie die Guetzli-Büchse aussieht, und sie weiss jetzt auch, was ein Guetzli ist. Und es kann dann auch sein, dass sie verrückt wird und wütig und ihr Essen auf den Boden rührt, wenn sie nicht das überkommt, was sie überkommt. Das ist einfach wirklich so ein bisschen, ein extremer Prozess von der Personwerdung, oder? Also sie sind ja immer schon kleine Individuen, die Babys und die Kinder, aber je besser dass sie sich ausdrücken und kommunizieren, desto klarer wird das halt auch. Das ist schon wahnsinnig, wenn ich so zurückdenke. Und alles in allem ist wirklich mega schön natürlich, also so ein bisschen, du kommst heim und es ist völlig klar, sie freut sich mega, dass ich heimkomme. Ich meine, es ist das Schönste, oder? Sie strahlt und kommt auf mich zuzukriechen. Es gibt natürlich mal Sachen, die strenger geworden sind. Also, eben vor einem halben Jahr, vom April, als wir die Sendung das letzte Mal gemacht haben, ist es ein bisschen darum gegangen, Kita und so. Und dort hat sie sich zu gut daran gewöhnt. Aber die Käfer, die sie heimbringt aus der Kita, ist ja wahnsinnig. Also, sie war in den ersten paar Monaten wirklich jede zweite Woche krank gewesen, Schnuddernase, Fieber. Ich bin auch viel mehr krank, weil Kinder sind schon super Vektoren, die so kleine unhygienische Bakterien schleudern. Ja, und gerade jetzt zu Corona-Zeiten wahnsinnig lässig. Ja, und also eben, Corona haben wir noch nicht gehabt, aber ich glaube, ich habe jetzt in der Zwischenzeit mal noch Fuß-Maul-Kranken gehabt. Ich habe nicht gewusst, dass das gibt vor eineinhalb Jahren, aber ja, plötzlich bist du einfach wieder mit Erreger konfrontiert, wo du sonst nicht wärst. Und das ist wirklich etwas, wo ich finde, leck, schnarchend. Das Kind wird dann schreit und nicht kann schlafen und du hast selber irgendwie ein Maul voll Aften. Ja, und der Schlafmangel, der dann auch immer mehr dazu kommt. Ja. Der Schlafmangel ist natürlich immer ein Thema. Bei uns ist es vor allem so, dass sie, ich weiss nicht, ob das alle Kleinkinder, aber sie ist ein wahnsinniger Morgenmensch. Sie steht gerne um 6 Uhr auf und ist ja dann eigentlich am besten drauf. Und wir haben uns natürlich alle ein bisschen anpassen. Das heisst, ich gehe früh ins Bett,
hätte ich früher auch nicht gemacht. Ich habe den Silvester verschlafen. Das erste Mal in meinem Leben, oder nein, natürlich nicht das erste Mal in meinem Leben, das erste Mal seit Jahrzehnten. Seit Gedenkenszeiten von Michi, genau. Genau, bin ich wirklich um halb Uhr schon weg gewesen. Ja, da kommen bei mir gerade die Erinnerungen auf. Das war bei uns auch so, die ersten zwei, drei Silvester mit den Säuglingskindern. Ja, genau. Ja, und wir setzen die Prioritäten anders. Aber eben, das ist auch interessant. Ich meine, die Aurelia macht extreme Entwicklungsschritte, oder? Aber ich habe vorhin auch die Behauptung mal fallen lassen. Also auch du als Vater bist stetig in einem Prozess von Selbstreflexion. Das heisst, du veränderst dich auch. Wie hast du das Gefühl, hast du dich verändert jetzt in den letzten anderthalb Jahren? Wie habe ich mich verändert? Ich bin sicher ein bisschen, also ich bin natürlich häuslicher geworden, so ein bisschen als äußerliche Merkmal. Also ich gehe nicht mehr viel fort, weil eben, ich muss einfach ins Bett und ich bin auch gerne heim, muss ich sagen, oder? Corona ist natürlich noch etwas, was dort dazugekommen ist. Momentan fortgehen ist jetzt ja eh nicht so der Wahnsinn. Ist ja schwierig, oder? Also ich kann ja nicht mit meiner Freundin irgendwie einen kulturellen Anlass besuchen, weil dann müssen wir irgendwie eine Betreuung organisieren und ins Bett gehen. Hat sie noch nicht so Freude, wenn das andere Leute machen. Ich merke schon auch, dass ich sicher emotionaler geworden bin, gerade das Kind anbelangt. Also es ist irgendwie vor ein paar Monaten ist mal ein Tatort ausgestrahlt worden, wo es um Kindsentführungen gegangen ist und ich konnte es nicht schauen. Ja, Fall. Stimmt, ich so habe ich auch mal nicht schauen. Das ist mir extrem nahe gegangen und das habe ich noch interessant gefunden, weil eben auch also Tagesschau, oder sobald es um Kind geht, Kind, wo irgendwie Hunger leidet, ja, das beschäftigt mich wahnsinnig viel mehr, weil ich einfach, ich sehe immer die Aurelia, ich sehe gerade sie dort. Und das ist schon etwas, wo ich mir vorher nicht hätte vorstellen, dass sich das wirklich so stark ändert. Stimmt, so eine Situation, die ich auch mal hatte, vor etwa zwei, drei oder vier, fünf Jahren schon, was steht mit der Flüchtlingswelle, wo, ich glaube, es war das Jahr vom Bilden, das Kind, wo Das hat mich emotional so auch jetzt schudern mich gerade wieder. Aber es ist vielleicht genau das, oder? Das Beziehungshormon, das halt doch auch bei uns Männern stärker ausgeschüttet wird. Übrigens, der Fachbegriff wäre Oxytocin oder so irgendetwas. Ja. Oxytocin, genau. Ja, hat vielleicht mit dem Zusammenhang. Vielleicht ist es aber auch, weißt du, dass man einfach sich auch, eben, man sieht dann halt wirklich das Gesicht von seinen Kindern in dem rein. Also, das ist sicher auch noch eine Ebene, dass man halt eben vorher, bevor man Kind hat, sind Kinder andere Menschen, genau gleich wie alte Leute. Und plötzlich ist ein Stellvertreter für sein eigenes Kind. Das ist schon etwas, wo ich. Ja, also so ein grosser Mindchange, denke ich, ist halt schon auch. Eben, zuerst bist du eigentlich eine Ich-Firma. Oder für dich selber kannst du völlig egoistisch denken, du bist für dich verantwortlich. Und dann hast du plötzlich so ein Kind in der Hand und du weißt, für das trage ich jetzt Verantwortung. Und bist nicht mehr einfach für dich allein. Und das ist schon ultra krass, wenn man es so will sagen, so der Wechsel auch von der Persönlichkeit, vom ganzen Denken und vom Handeln. Der Papp-Podcast. Bei mir zum Beispiel hat sich das sicher auch in einer. Ich bin risikoscheucher geworden. Also, ich würde wirklich gewisse Sachen, die ich noch vor 5-6 Jahren gemacht hätte, würde ich nicht mehr machen, weil ich einfach so ein bisschen Angst um mich habe. Und weniger wegen mir, sondern wirklich auch, eben genau wie du sagst, wegen der Verantwortung, die ich jetzt auch habe. Plötzlich finde ich, hey, was ist an mir etwas passiert? Ich meine, ich kann doch das irgendwie. Ich kann das meiner Tochter nicht antun, ich kann das meiner Partnerin nicht antun, dass die plötzlich ganz allein mit dem Kind dasteht. Also, ich schaue mir besser. Ja. Also ich könnte vielleicht weniger Guetzli essen oder so, aber ich würde jetzt nie mehr irgendwie zu viel Bier trinken und ohne Velohelm in der Stadt umeinander kurven. Also da wäre ich viel vorsichtiger, dass ich wirklich, eben weiss, ich habe Licht am Velo, ich habe einen Helm an, ich gebe mir nicht wirklich so ein bisschen Mühe zum konservativ Velo fahren, weil ich, das ist wirklich ein objektives Risiko, das ich jetzt viel mehr versuche zu managen. Und unterbewusst natürlich, aber irgendwann ist mir das mal aufgefallen, dass ich vorsichtiger geworden bin. Hey, und selbst wenn du es mal unbewusst vergisst und die Kinder werden dann älter, sie tun dich also tatenlos daran erinnern, hey, Papi, hast du im Fall den Helm nicht an? Ja, recht haben sie. Genau. Du mit dem Papa-Podcast.
Wie geht es weiter? Eben, neue Staffel, Ola ist weg, ich wäre jetzt da. Geht es weiter? Ja, jetzt geht es weiter. Ich würde sagen, jetzt lupfen wir das Ganze noch auf eine bessere Ebene. Wir haben mit dir eine Fachperson, die uns viel Auskunft kann geben kann, die vielleicht auch andere Leute kann einladen kann. Wir haben neue Mikrofone, es tönt auch alles viel besser. Wir sind in einem semi-professionellen Studio von der Stadt. Ich würde sagen, da kann man es gar schon professionell sagen. Ja, das stimmt. Man hört es hoffentlich auch. Man kann es vielleicht noch sagen, wir sind in der Stadtbibliothek Winterthur. Die haben ein Tonstudio eingerichtet, wo man kann kostenlos Musik und Podcast aufnehmen und ich glaube, das ist, das profitieren wir auch alle davon, von dieser Art von Professionalität. Aber ich freue mich darauf, dass es weitergeht. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, da kann ich viel davon lernen und vielleicht auch jemanden da zuhören. Ich hoffe sehr und wie du gesagt hast, also eben, ich bin nicht jetzt einfach der, der das gesamte Expertenwissen hat. Ich bin auch stetig in einem Lernprozess. Aber es gibt zum Glück sehr viele Experten. Ich kann mir auch gut vorstellen, mal, dass man den einen oder anderen mit einladet oder mal vielleicht ein Off-Interview führen, wo man noch Stimmen so zusätzlich dazu einholen zu bestimmten Themen. Freue ich mich drauf. Der Papp-Podcast. Ich habe noch so eine Abschlussfrage. Warum, Michi, hast du das Gefühl, lohnt es sich, ein aktiver Vater zu sein? Wieso lohnt es sich, um ein aktiver Vater zu sein? Ich würde für mich sagen, die Beziehung zu meiner Tochter ist wahrscheinlich das Ding, wo ich am sichersten bin oder wo ich am meisten hoffe, dass ich es bis ans Ende von meinem Leben wird begleiten. Das heisst, es ist etwas, wo ich nicht einfach wieder irgendwie kann aufgeben oder davonlaufen. Und das bedeutet doch nichts anderes, dass es extrem wichtig ist. Ich kann einen Arbeitsplatz kann ich wechseln, eine Wohnung kann ich aufgeben, vielleicht sogar eine Beziehung kann auch mal in Bruch gehen, das ist schmerzhaft, das ist schlimm. Aber die Beziehung zu meiner Tochter, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwann mal vorbeigegangen ist. Und etwas, was so langlebig ist, das muss doch auf einer guten Basis stehen, da lohnt es sich auch, extrem viel darin zu investieren. Ja, so die bedingungslose Liebe, die einfach da ist zu deinem Kind, dass du wirklich investierst. Und ich finde, bedingungslose Liebe zu anderen erwachsenen Menschen, das kann extrem riskant sein. Da kann man sich in Abhängigkeiten begeben. Ich finde, das ist nicht unbedingt eine gute Basis, Bedingungslosigkeit, sondern eine Beziehung mit anderen Erwachsenen, die uns auf Augenhöhe begegnen. Aber ich finde, zu einem Kind, dort hat man gar keine andere Wahl, weil diese Liebe ist wirklich bedingungslos. Mhm. Und ich glaube, das muss man einfach, da muss man aktiv dranbleiben, da muss man viel geben dafür, damit man auch wieder viel zurückbekommt. Sehr schön, ja. Und was ist bei dir? Was würdest du sagen? Wieso lohnt es sich, um einen aktiven Papa zu sein? Ja, also zum einen, es gibt ja eine Reihe von wissenschaftlichen Beobachtungen, die in dem Sinn ganz klar herausgefunden hat, dass wenn im Familienalltag eine männliche Rolle da ist, dass das auf ganz, ganz viele verschiedene Ebenen führt die Entwicklung von Kind positive Auswirkungen hat. Also das heisst zum Beispiel, es wird entdeckungsfreudiger, es ist weniger ängstlich, es sind ganz viele Sachen, geschweige denn eben auch die Rolle vom Mannsbild in dem Sinn, wo vermittelt wird durch Väter, wo ich auch enorm wichtig finde. Also dass man da wirklich da auch mehr Chancen könnte dem Kind offerieren. Das ist ein bisschen aus wissenschaftlicher Sicht, aber gespickt dann auch aus der ganz persönlichen Erfahrung. Also ich finde eben, nicht nur das Kind profitiert vom Vater, sondern ich als Vater profitiere auch extrem von dem Kind. Also ich würde sagen, meine Kinder sind für mich die grösste Lebensschule. Also eben die Selbstreflexion, die ich angesprochen habe, wo ich auch immer wieder im Prozess bin, das hat mich so extrem wachsen lassen in der eigenen Persönlichkeit und das will ich auf keinen Fall missen. Der Papp-Podcast. Das ist der Papp-Podcast. Ein Gespräch unter Vätern. Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal.